Mr. Haddon and Mrs. Ursula Draipa from the German Federation of Diabetes. Please. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, als Vertreter des Deutschen Diabetikerbundes von Nordrhein-Westfalen, der größten Selbsthilfeorganisation für Diabetiker hier in Deutschland, ist es mir ein Anliegen, ein Bedürfnis, Ihnen aus Sicht der Betroffenen unsere Einschätzung zu übermitteln, ob und in welchem Umfang die präventive und personalisierte Medizin eine Chance in Deutschland hat, in die Therapie einbezogen zu werden. Dear ladies and gentlemen, as a representative of the German Federation of Diabetes in Australia, I would like to communicate from the view of people being involved in the disease diabetes, how and to which state predictive, preventive and personalized medicine in Germany has a chance to be integrated into the therapy of diseases. Prädiktive Medizin. Der Deutsche Diabetikerbund hält es für sinnvoll, bei Menschen, bei denen ein potenzielles Risiko für eine bestimmte Erkrankung besteht, mit den Möglichkeiten der prädiktiven Medizin das Risiko genauer zu bestimmen. Wir halten es jedoch für ethisch bedenklich bei Erkrankungen, mit denen gravierende Schicksale, zum Beispiel der Tod, verbunden sind. Solche Erkrankungen, solche Verfahren anzuwenden, weil die Patienten hierdurch maßgeblich oder möglicherweise psychisch erheblich belastet werden. Diese Verfahren sollten dann nur auf ausdrücklichen Wunsch der Patienten durchgeführt werden und die Ergebnisse aus solchen Untersuchungen auch nur von kompetenten Fachärzten übermittelt werden. Bei den Krankheitsbildern, bei denen durch das Verhalten der Patienten und eine geeignete Therapie eine Verschlimmerung der Erkrankung vermieden werden kann, sollten diese Möglichkeiten der prädiktiven Medizin auf jeden Fall eingesetzt werden. Predictive Medicine. The German Federation of Diabetes believes that it is meaningful for people living under risk of suffering from a specific disease to evaluate the risk factors more precisely by means of predictive medicine. On the other hand, it might be ethically questionable to apply those methods in cases in which serious consequences, for instance death, can possibly be expected. For the patients, this could be a situation of extraordinary mental stress. In those cases, predictive methods or tests should only be applied if a patient has given an explicit mandate. In our opinion, results of such methods of testing should only be communicated to the patient by qualified medical specialists. However, when we are talking about disease patterns in which a patient's behavior in combination with a qualified therapy could avoid a worsening of the disease, the chances of predictive medicine should be employed. Prevention. Prävention ist nicht nur ein Problem in unserem Gesundheitswesen, sondern ein Problem unserer Gesellschaft. Obwohl jeder dritte Teenager schon risikobehaftet ist, wird kaum Prävention betrieben. Dabei spielen genetische, familiäre und sozioökonomische Faktoren in der weiteren Entwicklung der Jugendlichen eine entscheidende Rolle. Prävention und Hinwirken auf eine gesunde Lebensführung sollten daher bereits im Kindergarten beginnen. Bezeichnend ist eigentlich der stetige Anstieg der an Diabetes erkrankten Typ 2 erkrankten Kinder und Jugendlichen. Eine Aufklärung über die Erkrankung erfolgt bei Diabetes und über eine gesunde Lebensführung.
Führung erfolgt im Regelfall erst nach Manifestation des Diabetes. Es sollte jedoch insbesondere dann, wenn ein Risiko bekannt ist, eine Prävention gezielt betrieben werden. Prevention. Prevention is not only a problem in our public health care system, but also a problem of our society in general. Despite the fact that every third teenager carries the risk of diabetes, there is almost no effort in prevention. This is even worse as genetic, family-related and socio-economic factors play a critical role in the further growing up of the adolescent persons. Hence, prevention and working towards a healthy lifestyle should already start on the preschool level, for instance in the kindergarten or play school. The steadily increasing number of children and adolescents suffering from diabetes type 2 is significant. Normally, information about the disease, diabetes, and a healthy lifestyle does not start before the manifestation of the disease took place. Especially for those patients carrying a high risk, special risk-related measures of prevention should regularly be taken. Personalisierte Medizin. Der Deutsche Diabetikerbund erwartet von der personalisierten Medizin schon erhebliche Erfolge in der Behandlung schwer kranker und chronisch kranker Menschen. In Deutschland sind immer häufiger ökonomische Gründe für die Entscheidung im Gesundheitswesen ausschlaggebend. Den Ärzten und Therapeuten sind von Gesetzgeber und den Selbstverwaltungsorganen strenge Regelungen vorgegeben, die oft nur eine standardisierte Behandlung erlauben. Die durch die Bestimmung von Biomarkern mögliche individuelle Behandlung hat aus unserer Sicht viele Vorteile oder mehrere Vorteile. Unzulängliche oder sogar falsche Behandlungen und Therapien können vermieden werden. Risiken und Nebenwirkungen von Arzneimitteln und Therapien könnten eingegrenzt oder vermieden werden. Bei einer individuellen Behandlung von Beginn an könnten Kosten für unzureichende oder falsche Behandlung vermieden werden, so wie wir sie im Alltag erleben. Patienten können vor nicht unerheblichen Folgekrankheiten und damit auch Folgekosten bewahrt werden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Personalized medicine. The German Federation of Diabetes expects considerable success when personalized medicine is applied in the treatment of serious and or chronic diseases. In Germany, the influence of economic factors on political decisions on healthcare has been worried. The legislative organs and self-governing bodies impose strict regulations on doctors and therapists, which in most cases only allow standardized treatment. However, from our point of view, individual treatment by means of biomarkers provides a lot of advantages. Insufficient or even wrong treatment and therapies could be avoided. Risks or adverse reactions of pharmaceuticals and therapies could be avoided or limited. With individual treatment from the beginning, unnecessary costs for insufficient or wrong treatment could be eliminated. Patients could be protected from significant complications of the disease and also from costs. I'm sorry we are a little bit nervous, but I think it's very important, and we thank you very much, the organizers, that you could speak here, because it's a very important thing that's PPPM, I think, for all the patients. Thank you very much.